This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es mal darum, dass man keine Weltflucht betreiben sollte, aber dass man bewusst mal aus seinem Umfeld rausgeht und dadurch die Situation ganz neu beurteilen kann. Also zum Beispiel, ich denke, man sollte nicht darin verfallen, dass man eben sagt, man haut einfach ab und flüchtet sich eben in irgendwelche Dinge, dass man sagt, entweder flüchtet man sich in Beschäftigung oder man geht irgendwie in den Wald oder so für, keine Ahnung, für sein ganzes Leben oder auf eine Insel, irgendwo auf dem Berg und will einfach nie wieder Kontakt zu der Umwelt. Und ich denke, das ist so der falsche Weg. Beziehungsweise dann hat man nicht wirklich eine Erkenntnis erlangt, wenn man eigentlich zu der Erkenntnis kommt, dass alles verbunden ist, dass alles eins ist, so, dann will man automatisch so dem nachgehen, dass man anderen Menschen hilft, dass man Mitgefühl entwickelt, dass man auch wieder zurück in die Gesellschaft geht oder was zurückgibt in irgendeiner Form. So. Und deswegen, viele denken sich vielleicht, ey, ich gehe jetzt irgendwie dahin, da habe ich meine Ruhe. Und ich denke, das sollte eben nicht das einzige Ziel sein, seine Ruhe zu haben, sondern wirklich Dinge zu verändern, in sich zu verarbeiten, zu bearbeiten, sich die Zeit für sich zu nehmen und daraus dann wieder Kraft tanken und dann wieder zurückgehen zu können. Und wenn man dieses Mitgefühl entwickelt, man lernt ja, dass es kein Getrenntsein gibt, dass alles eins ist, dass ich du bin, dass du ich bin. Und man wird es erkennen, so man wird erkennen, dass ein Mensch besteht nur aus Elementen, die nicht menschlich sind, aus irgendwelchen Mineralien, aus Wasser. Und man wird dieses gegenseitige Abhängigsein von allem, nichts kann allein für sich existieren. Man wird es erkennen und diese Einsicht erlangen und dann möchte man eben automatisch was zurückgeben. So. Und dann wird es automatisch so sein, man wird nicht vor seiner Familie, vor seinen Freunden flüchten können, vor diesen ganzen Vorwürfen, die nimmt man mit. So. Und wenn man das wirklich transformiert, so, wenn man das bearbeitet in sich, dann möchte man eben auch was zurückgeben, dann wird man sich vielleicht die Zeit für sich nehmen, weil die Chance in diesem Weggehen in eine andere Situation ist eben einfach, wenn man in einem anderen Umfeld ist, die Leute beurteilen einen nicht mehr durch die Brille, die man mal war. So, wenn man in dem Umfeld ist, wo man aufgewachsen ist zum Beispiel, dann sehen einen die Leute immer so, wie man mal war und nicht so, wie man jetzt ist. Und die wollen einen unbewusst, nicht weil sie es irgendwie böse meinen, sondern einfach unbewusst. Und weil sie eben noch an alten Ängsten oder irgendwas anderem festhalten, da drin halten, werden einen immer durch diese alte Brille sehen, weil sie einen als Kind aufwachsen gesehen haben und werden immer sehen, so, oh, du hast dich aber komisch entwickelt. Auch wenn du da mal fastest oder so, du bist wieder dünn geworden, du bist wieder dies und jenes. Und sie werden immer mit diesen Augen, mit diesen alten Vorstellungen auf dich schauen. Wenn du das Umfeld mal wechselst, eine Zeit lang, ein paar Monate oder so, in Urlaub gehst, irgendwo hin, wo die Leute dich nicht kennen, die Leute werden dich immer so betrachten, aus dem Jetzt heraus, die lernen dich gerade kennen, die kennen deine Vergangenheit nicht, die sehen dich jetzt, die sehen, wie du jetzt bist. Und
ist eben eine wunderbare Chance, so, um sich wieder zu entwickeln und Dinge wirklich zu bearbeiten. Und man sollte das Ganze aber nicht als Weltflucht betreiben und dann so sehen, so, ey, nie wieder zurück, so. Halte ich nicht für sinnvoll. So. Und wenn man das wirklich bearbeitet und verarbeitet in sich, wenn man sich konfrontiert mit diesen Ängsten, mit diesen Vorwürfen, die man vielleicht selbst auch gegenüber anderen Menschen dann macht, sonst können sie einem im Äußeren auch nicht stören. Und dann kann man wieder Mitgefühl haben, so, für die Familie, für die alten Freunde, für alle. Und dann kann man wieder was zurückgeben und reintragen. Und dann mit dieser gestärkten Kraft eben dann da wieder zurückgehen. Und wenn man merkt, es wird zu viel und man ist noch nicht dementsprechend gefestigt, kann man ja noch mal rausgehen. Beziehungsweise sich immer diese Zeit für sich nehmen, in der Natur zum Beispiel, und wieder zu sich zu finden. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.